Hallo, ich lese Medikamente im Test von der Stiftung Warentest. 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Das ist das Buch. Ich bin angekommen im Kapitel Haut und Haare bei Akne. Es geht um das, es werden Medikamente nach Wirkstoffen aufgeführt und es geht um Antibiotikum und Benzoylperoxid in Klammern äußerlich. Antibiotikum und Benzoylperoxid in Klammern äußerlich. Das Antibiotikum tötet die Entzündungsbakterien in Aknepickeln ab und kann Akne auf diese Weise abklingen lassen. Benzoylperoxid trocknet fettige Haut aus und bekämpft ebenfalls Entzündungskeime. Darüber hinaus weist es eine leichte Schälwirkung auf und reizt die Haut. Clindamycin und Benzoylperoxid. Mit Einschränkung geeignet bei mittelschwerer Akne. Nur anzuwenden, wenn die alleinige Behandlung mit Benzoylperoxid nicht ausreichend wirksam war. Bei Dauerbehandlung können sich auch bei diesem Kombinationspräparat Resistenzen entwickeln. Entzündete Hautstellen heilen bei der kombinierten Anwendung von Clindamycin mit Benzoylperoxid besser ab als mit dem Schälmittel oder dem Antibiotikum alleine. Und wenn Clindamycin in Kombination mit Benzoylperoxid angewendet wird, verringert sich auch das Risiko, dass die Keime gegen das Antibiotikum resistent werden. Dennoch ist das Mittel nur mit Einschränkung geeignet, da die Gefahr einer solchen Resistenzbildung nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Wichtig zu wissen: DUAC Akne sollte deshalb nur eingeschränkt eingesetzt werden, wenn Benzoylperoxid alleine nicht ausreichend wirksam war. Auch dann nur maximal 8 bis 12 Wochen. Weitere wichtige Angaben zu Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder, Jugendliche, Schwangerschaft, Stillzeit finden Sie unter Antibiotika äußerlich und Benzoylperoxid äußerlich, siehe Seiten 19 und 22. Es geht weiter mit Antibiotikum und Retinoid in Klammern äußerlich. Tschüss.